Anulu, Nix Ballaballa. balla. Oh doch. Und mit dem Hallo, da sind wir wieder. Hoppala. Und Randale. Ja, fängt ja schon mal gut an. Fängt ja schon mal gut an. Ja, Pause ist raus. Ich lasse erstmal normal, damit wir uns mal wieder grob obligatorisch umgucken können. Wieso hast du die Föderationsflotte, Jake? Ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Apropos Flotte, wie kann ich eine Flotte nochmal umverlegen, die Heimatbasis? Ich drücke den Button verlegen, aber es funktioniert nicht. Ja, rechte Was? Maustaste als neue Heimatbasis festlegen. Was? Wo? Wie? Kann ich Wenn du nicht. die Flotte ausgewählt hast. Und du Ah, möchtest. okay. Auf die Station, nicht auf den Planeten. Richtig. Okay, Du danke. möchtest ja auch die Station als Dingens haben und nicht den Planet. Ich bin immer noch bei minus 25 Mineralien. So. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe hier einen 25 Planetengröße Planet. Und aus dem mache ich jetzt einen Stadtplaneten. Planeten. Bin mal gespannt, wie sich das abzeichnet. Ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ähnliches. So. Was wollen wir denn? Ich möchte Anführeralternativen. Ja, meine Ferengis haben sich ja drastisch verändert. Sehen ja nicht mehr so aus, wie sie einst aussahen. Wieso habe ich keinen Gouverneur mehr? Vielleicht ist der geplatzt, weil er zu alt war. Hm, das ist natürlich möglich. Was kostet das denn? Ach, gar nichts. Ja, dann. Oh. Unterhalt. Ein Engos-Dampf. Nee, das ist mir vielleicht doch ein bisschen. Oder wie auch immer dieses Dampf jetzt heißt. Erstmal gucken. Pro unbeschäftigter Arbeiter. Damit hatte ich ja letztes Mal schon Probleme und habe es nicht verstanden. Also mache ich mir gar nicht erst die Mühe, es jetzt zu versuchen. Ja, warum auch? Ja, kommt ja eh nur Murks bei rum. Deswegen. Nö. Einfach gar nicht. Einfach gar nicht ignorieren. Dann wird das schon funktionieren. Das braucht ja alles diese scheiß Ressourcen. Dann ist ja immer noch die Frage, ob das überhaupt was bringt. Probieren wir es mal aus und werden es dann feststellen. Ich verstehe nicht, warum einige Basen nicht mit dem Handelsnetzwerk verbunden sind. Die Nachricht war vorher Weil. nicht da. Mittlerweile steht sie bei ungefähr der Hälfte einer Sternbasen, die ich habe. Alle die Richtung Süden im Prinzip. Ich vermute mal, die sind zu weit weg, aber überrascht mich einfach, dass die jetzt angezeigt werden. Ich muss ja gestehen, ich habe bei der Hälfte aufgehört zuzuhören. Worum ging es nochmal? 42. Ah. Ja, dann ist doch die Antwort Rolf. Ist doch selbst erklären. Wieso bist du da nicht drauf gekommen? Eine geterrorbombte Welt ist unglücklich. Wie kommen die denn da drauf? Und mir fehlt ein Physikwissenschaftler. Toll, meine schöne Ferengi-Rasse sieht auch nicht mehr aus, wie sie einmal war.
Bin ich am Überlegen, ob ich organische Evolution erforsche. Erhält Technologieforschungsoption Gensaatgutreinigung. Das klingt ein bisschen böse. Oder versuche ich, geboren in der Leere zu machen? Verstand über Materie will ich nicht. Aufsteigen will ich nicht. Verteidiger der Galaxie brauche ich nicht. Was soll schon Schlimmes passieren? Ja, ich verstehe es auch nicht. Oh. Ich habe... Passt doch. Kaboom. Oh, toll. Für zwei witzige Sachen. Für eins fehlt mir noch die Forschung und für das andere... Nein, da bin ich einfach nicht der Typ. Archäologieprojekt. Und wir werden eine Welt aus der Stadt und eine Stadt aus der Welt machen. Ich warte nur noch darauf, dass ich die 200 Einigkeit zusammen habe. Einfluss meine ich. Damit du Archäologieprojekt machen kannst? Ja, ich habe extra nutzende Kolonien gegründet. Ich habe keine Anti-Schwerkrafttechnik. Ja, und dann gibt's noch Xenokompatibilität. Die Erfindung der universellen Sexualbiologie hat die Gesellschaft revolutioniert. Und wenn es manchmal unangenehme Drehungen erfordert, um eine Verbindung herzustellen. Ich meine, meine Welten sehen ja sowieso schon aus wie das kunterbunte Paradies, dann können die sich auch untereinander fortpflanzen. Nur dazu müsste ich ansatzweise xenophil sein und ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Also erstmal werde ich den Militaristen-Push mal wieder rausnehmen. So, habe ich denn Xenophile? Xenoistische habe ich. Keine speziesweite Versklavung. Ich habe speziesweite Versklavung? Wo habe ich das denn drin? Welche Spezies wird denn komplett versklavt? Oh, die. Roboter. Ja, da geht auch nichts anderes, du Pfeife. Ja, aber ich bin dagegen. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Ascension Perk, den ich noch nicht nutze. Ich habe meine alle vergeben. Ja, ich weiß noch nicht auf was. Ich liebäugel momentan damit einfach zu sagen, weißt du was? Wenn die sowieso alle scheiße aussehen, dann mache ich einfach, das Fleisch ist schwach und haus raus. Ja. Wird einfach rausgeschnitten. Wie ein Tumor. Oder ich lasse mir irgendwas anderes einfallen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht was. Ich mache tatsächlich plus null Essen. Warte mal. Ja, ich mache... Die fressen halt einfach zu viel bei mir. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Das lässt sich ja... erforschen. Oh, Verwaltungslimit plus 20. Vielleicht bin ich dann nicht mehr ganz so... im Arsch. Weil meine Reichsgröße so gigantisch ist. Das steht da. Ja, Reichsgröße. Kannst du auch nochmal sagen. Hat jemand gerade Mineralien überschüssig? Ja. 2.000-3.000? Ja. Nehme ich auch. Schick eine Anfrage. Ende von Union of Xeptrum 1.
Ja, das ist oddly specific. Es sind nicht irgendeine Union, sondern von Skriptum 1. Könnte hier jeder kommen und sagen, er wäre Union auf Skriptum. Weil es so ein beliebter Name ist. Und deswegen haben sie angefangen, es durchzunummerieren. Ja, Muss ich die auch mal verbessern? Sternbasen darf ich denn noch 7? Habe ich denn hier überhaupt Handel? Nö. Ich könnte Handelsstationen aufmachen. Ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Ja, ja. Ja, ich weiß noch nicht. Die Welt hat 32. Wow, mega leck. Ja. Okay. Out of sync. Yay. Mal wieder. Yay. Dann probieren wir es gleich. Lange nicht mehr. Yep. Merkwürdig. Na gut, dann speichern. Und dann könnt ihr versuchen. Ich kann sagen, den kannst du speichern. Könnt ihr versuchen? Ja, ihr könnt versuchen. Ja, ja. Ich warte einfach, dann joint ihr wieder, dann müsste es funktionieren. Stopp. Das ist das Schöne dadurch, dass sie dieses ganze System jetzt überarbeitet haben. Dass du jetzt einfacher bei sowas einfach einen Hotjoin machen kannst und nicht erstmal Speichern beenden, neu laden. Dann bomb weiter. Ja, mit Recht auf meiner geterrebombten Welt. So, das ist das Schöne, das, was ihr alle nicht hört. Das ist dieses Gemimimi von Jake. Der ist die ganze Zeit am Nölen. Nee, ich habe Stress auf der Welt, die ich gerade wegbombe. Die nee, Bevölkerung ich bin asynchron. Mag... Immer noch? Nein, nein, ich meine nur. Jake. Ach so, nee, ja. Ich bin asynchron. Bei jedem anderen geht's, nur bei ihm nicht. Nee, die Leute sind aufständisch, weil ich sie esse. Immer dieses ganze Mimimi. Meine Leute sind aufständisch, weil sie die anderen essen. Ja. Ich schließe mich dem KI-Imperium an, ihr werdet alle sterben. Sowas die ganze Zeit. Ich meine, es nimmt ihm keiner ernst, aber das ist halt das, was er die ganze Zeit von sich gibt. Ja. So, alles wartet nur auf Qui-Gon. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Miau. Das war ein Nö. Ich hab's genau gehört. Nein, das war ein Miau. Das war ein Nö. Nein, ein Miau. Das war ein Autobahn-Nö. Ach so. Nein, das geht. Nein, 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 nein. Idiot. Ah, und deswegen schneiden wir sowas normalerweise raus. Und deswegen ist Jake immer stumm. Richtig. Weil du das nur noch am Schneiden wärst. Und das von mir, das finde ich gut. Ja. Ah. Schon wieder mega leck. Ja, was macht ihr da? Ich mach gerade gar nichts. Ach, schon wieder. Random Count. Na super. Ja, dann müssen wir tatsächlich schneiden. Okay, bis gleich. Okay, tschüss. Dann sind wir wieder da. Einladung zu Wirtschaftspakt. Oh. Hallo, komische Rasse, die nur noch meine Zweigstellen aufnehmen möchte. Da ist eure Welt. Ach, du hast schon eine Zweigstelle von Trioptimum. Ne, dann will ich das. Ja, ja, hau rein. Ladet sie alle ein. Warte mal, können wir...
Minus 9, ja, dann schenkt denen einfach was. Alles, was sie wollen. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ach da. Diplomatiekartenmodus, ist das dann? Nee, ich such das mit. Blackkanonen. Put, put, put. Verwüster-Torpedos, was brauchen die denn? Ach, die brauchen auch so einen kleinen Kram. Baugeschwindigkeit. Es gab doch einen Föderationskartenmodus. Ach da. Genau, die mögen uns alle. Hä? Sind wir mit euch irgendwie verbündet? Nö. Hm. Interessant. Was ist denn eigentlich mit euch? Warum wollt ihr nicht joinen? Ach, weil die sich im Krieg befinden. Ja, okay. Construction complete. Gut, dann hatte das Spiel einen kleinen Schluck auf. Den. Zum Teufel ist das? Ach so. Wie groß ein Subsektor ist. So, machen wir mal wieder Geschwindigkeit an hier. Und dann machen wir mal unsere Schiffe umdesignen ein bisschen. Die Korvetten bekommen erstmal eine Autocannon. Autocannons und Torpedos. Warum auch nicht? Solange ich sie noch benutze. Der Laser kommt auch raus. Wenn ich so nah ran bin, dann, dass meine Kreuzer im Nahkampf sind, dann habe ich ganz andere Probleme. So. Mache ich Trägerschiffe draus? Warum eigentlich nicht? Large. Das sieht gut aus. Und du gehst bitte auf Artillerie-Reichweite. Ja, das sind meine Träger-Schlachtschiffe. So, wieso habe ich jetzt 2 neue Flotten? Was ist das denn für ein Kack? Trigon, guck mal in deinem Flottenmanager. Ja, der packt da die Marauder-Flotten rein. Was ist das denn? Damit du sie nachbauen kannst. Warum sollte ich das wollen? Sie gehören ja nicht mal mir. Ja, aber du könntest das machen. Falls du nichts mehr hast, kannst du... deren Flotten nachbauen, wo ich noch nicht mal die Baupläne für habe. Ja, der Button ist zumindest da. Ob es funktioniert, keine Ahnung. So. Ja, das lässt sich richten. So. Jetzt übersteigen wir meinen Flottencap. Ist mir aber egal. Wieso, was hast du denn für einen Flottencap? Yeah, bei mir auch. Ich verweigere die Aussage. Nein, es ist mehr als 16. Aber fick dich. Mhm.
Ja, da kann bestimmt nichts Schlimmes bei rumkommen, wenn du die KI erforscht. Möchte irgendjemand noch Mineralien haben? Wenn du welche übrig hast, nehme ich die. Ja. Ich mach wieder plus 10. Ich war gerade noch bei minus 36. Aber ich mach 376 Energie dafür. Also ich war am Cap. Ja, dann gib her. Ja, schick mir eine Anfrage. Ab. Ich hab 14k. Wo bist du denn da? Der Orangen. Ferron, die Handelsabkommen. Ressourcen, Mineralien. Kannst du ja die so. Hälfte, ja. Jojo. Und dann bietest du mir nicht mal was dafür. Doch, meine grenzenlose Loyalität. Mhm. Das ist sogar tendenziell akzeptabel. Ich finde im Rahmen der Grenzen, aber. The fucking fuck? Der eine hat eine, Moment, 27,1k Flotte. Hm. 27,1. Der hat 34 Kreuzer, 31 Zerstörer, 35 Korvetten. Wer ist denn der eine? Der Tentakelkopf. Welcher ist der Tentakelkopf? Der links neben mir. Der Orangene. Ja, okay. Nee, nicht der Orangene. Die Mitron Citizen Coalition. Die ist bei mir blau. Was? Nein, das. Ich hab Boss Pachtuxt. Das ist nämlich auch ein Tentakelkopf. Boss Pachpä? Du hast ja Tentakelkopf. Guck mal bei dem links oben von dir. Boss Pachtu. Genau, guck dir mal das Bild von dem an. Ach so, ein Tentakelkopf. Nein, ich meinte sein Icon. Das hast du nicht gesagt. Ach, einmal mit Profis spielen. Ja, unser Verbündeter, der Bullenschädel, der kriegt gerade massivst auf die Schnauze. Wir nicht, weil wir mit dem nichts am Hut haben, aber. Ja, das ist auch nicht unser Verbündeter. Die 27,1k Flotte macht mir dann doch zu denken. Ich frag mich, wie er das schafft. Sein Reich ist ungefähr so groß wie meins. Na gut, ein bisschen größer. Aber 27, lach mich tot. Das erscheint mir dann doch etwas viel. Ich brauche mehr Mineralien. Ich bin bei 863 Forschung jetzt. Wozu? Nee, also ich mache 471 jetzt. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, fick dich. Construction complete. Denn zum Glück habe ich mehr als genug Mineralien, nicht Mineralien, complete. Sondern Legierungen. Ich spuck einfach mal eben eine neue Flotte aus. Es wird. Ja, ich komme damit auch noch nicht so klar. Muss ich ja gestehen. Also kann ich gar keine Stadtwelt machen, obwohl ich alle Gebiete als Stadtdingens baue. Na, das ist ja ein Perk. Dass da eine Stadtwelt draus wird. Ich baue ja gerade in der Welt nur Stadtdistrikte. Weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Gucken, was passiert. Aber
Ich weiß nicht mal, was du mit Thrallwelt meinst. Hier kommen schnellere Forschung erstmal. Thrallwelten. Kannst du die einfach bestimmen oder wie oder was oder wann? Ach so. Ach, das ist eine Entscheidung. Ah. Planetenwachstum, überschüssige. Nee, ich kann nur Leute verbannen. Hier leben mir zu viele Leute. Weg damit. Ich verstehe allerdings noch nicht, warum das Kriegsrecht ausrufen mehr Stabilität erhöht. Ach so, sei glücklich sonst. Okay, damit kann ich leben. Das verstehe ich auch. Scheine noch nicht Minus zu machen. Ach ja, genau, da war ja was. Apropos Miese machen. Mach jetzt lieber Plus. So. Genau, eine Anchorage. Hat doch jemand 1K Mineralien? Ja. Den ist das alles, was du kannst? Ja. Stell halt eine Anfrage. Construction complete. Meine Flotte wird größer als erwartet. Ich brauche noch mehr Anchorages. Richages. Ja, warum machst du sowas auch? Ja, das ist auch so mein Problem. Ich habe hier noch, auf vielen Welten habe ich noch Plätze frei, aber ich weiß nicht, was ich da draufsetzen soll. Ich will jetzt nicht schon wieder die so quasi, hey, hier kommt jetzt das 25. Zivilindustrie-Dingens drauf. Aber was anderes fällt mir auch nicht ein. Weil ich halt davon noch miese mache. So. Und damit mache ich exotische Gase. Ich mache sogar Plus. Macht der Devouring Swarm schon wieder. Oh. Okay, wenn meine Flotte fertig gebaut ist, macht sie 8K. Das heißt, mit meinen beiden Flotten, wenn beide fertig sind, mache ich logischerweise 16K. Das heißt, ich kann mich annähernd mit dem Lilanen hier, mit dem Tentakelkopf messen. Hat er eine Föderation? Ja, hat er. Hm. Oh. Ich hab Ferongis gefunden, die nicht Ferongis sind. Locken. Das musst du aber mal ändern. Ja. Ich muss mal gucken, wo die hocken. Wer seid ihr? Wo sitzt ihr? Ach so. Ach, das ist die... ja, das ist super. Das ist ja mal super lächerlich. Gut, habt ihr irgendwelche Partner? Ach, ihr seid auch in der Föderationsassoziationsstatus. Und Defensivabkommen mit denen. Was seid ihr denn? Ah, ihr seid ja am Arsch der Welt. Hm. Also wir könnten Krieg führen gegen dieses komische Kreissymbol nördlich von mir und östlich von Qui-Gon. Deren Verbündeten die Lilanen mit dem Goldrand da drüber.
und den Tentakelköppen. Da könnte es dann auch sein, dass sich die Maschinenintelligenz nördlich von Jake auch noch einmischt. Zwei von denen sind unterlegen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Zwei von denen wären unterlegen. Ich habe nicht zugehört. Usa. Möchtest du einen Krieg führen? Gegen? Die Kreise rechts von dir. Das die lilanen. Spyran Independent Republic. Genau. Die lilanen mit dem Goldrand, die locken. Ja, die sind okay, da drüber. Ja. Die links von mir und die unter mir. Wann? Genau. In 7 Monaten habe ich den Archenemitter, da würde ich meine Flotten umrüsten. Den Archenemitter? Ja, die erste von den High-End-Waffen. Ah. Die mit 150 Reichweite. Ja, ja. Wann hast du Schaden gesagt? Schaden 1 bis 1300. Wie lange hast du gesagt? Noch 6 Monate plus der Umbau. Lässt sich einrichten. Können wir so machen. Construction complete. Aber die Devora würden wir noch nicht angreifen, richtig? Könnten wir aber auch. Müssen wir nicht, da würde ich nur die Stationen bei denen schon mal einfach per se in der Zwischenzeit weiter aufmotzen. Also wir müssen den Kampf ja nicht mit allen gleichzeitig anfangen. Ja, meine ich ja. Aber trotzdem würde ich in der Zwischenzeit schon mal da oben ein bisschen weiter aufbauen. Ja, ja, ich verteidige mich ja jetzt auch nach rechts wieder etwas stärker. Ich habe jetzt nach links, meine Westwall hat jetzt eine Verteidigungsstärke von 22.000 oder so. Ja. 23.000. Oh, das habe ich schon lange. Ja, ich auch, seit ich die erste Kolonie gegründet habe. Weißt du, ich würde ja liebend gerne einfach wieder sagen, hier KI, mach mal und irgendwie in... Wie kann man das? Den kleinen grünen Tanz. Ja. Ja. Ach so. Oh. Aha. Aha. Vielleicht brauchen die noch Ressourcen? Ja, komm, du kriegst. Ach, die brauchen die einfach so. Vielleicht können wir hier in den Vorrat packen. Ich habe denen jetzt erstmal was in den Vorrat gepackt. Vielleicht passiert da ja was. Komm, dann kolonisieren wir die arktische Welt da auch noch. Mit diesen komischen Killerinsekten. Da kann ja auch nichts Schlimmes bei rumkommen. So, das müsste ja irgendwie derselbe Sektor sein. Ja. Vielleicht funktioniert das ja dann. Sehen wir ja dann. Also noch hat er nichts geändert. Ich meine, er kann ja auch nicht. Weil ich noch eine Baureihe im Jenseits von Gut und Böse aufgestellt habe. Oh, da habe ich sogar noch Flotten-App übrig. Was kostet denn ein Zerstörer an Flotten-Cap? Ein Schlachtschiff an Flotten-Cap? Irgendwo? Da muss man auch zählen, ne?
8. Ja, aber das tut's ja schon die ganze Zeit. Kann ich mir die Verstärkung der Flotte nicht leisten. Ich brauche 9. Ach so, weil ich nicht genug Mineralien habe. Legierung. Jetzt passt es. Bam. Gut. Haben wir erforscht. Sozialforschung. Rückzugsort für Führungskräfte. Construction complete. Another bleeding edge technology. Neues Gebäude, Zivilunternehmen. Künstler machen aus Mineralien und Nahrung Konsumgüter. Wow. Ist das die Verbesserung von Zivildingern? Es kostet so gut wie nichts. Dann erforschen wir es erstmal. Oh, fühlende Gefechts-KI. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ey, ich bin so kurz davor. Ey, es ist deine Roboter haben Full Citizenship, der Rest nicht. Du legst es echt drauf an, ne? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Warte mal, kann ich hier nicht... Oh, warte mal. Man konnte doch... Genau. Ach, das kostet... Ja, das habe ich über. Dann mach doch mal. Ich finde, diese Unterhaltskosten, die gehen irgendwie unter. Pun intended, nein, eigentlich nicht. Ja, das ist auch mein Problem. Da entzieht sich auch noch die Logik, muss ich ganz ehrlich sagen. Hä? Ach, weil das die Generalsfähigkeiten sind. Feuerrate. Hä? Ah, dasselbe. Ich bin verwirrt. Die Flotte besteht aus den exakt gleichen Schiffen. Der eine macht 8,2k, der andere 7,9. Ach so, ja, stimmt, weil die Schiffe noch nicht vollständig verbessert wurden. Okay. Jetzt stimmt's wieder. Ich dachte schon. Ja, was mache ich bitte gegen einen Planeten, der überfüllt ist und ich keine Statistikdistrikte mehr bauen kann? Neuen bauen oder einfach sagen, ja, dann zieh doch halt um. Ja, also ich... Das ist so irgendwie... Naja, die werden sich das schon irgendwie einigen. Außerdem entstehen ja jetzt gerade zwei neue Welten. Da werdet ihr ja wohl dann verfickt nochmal hinsehen können. Warum kann ich mir den Bau für diesen Schlachtschiff nicht leisten? Achso, Moment, warte mal. Vielleicht nicht genug Gas? Es kostet 3 Gas und 4 Kristalle. Ich habe 4,6000 Gas und 1,1000 Gas. Quatsch, Kristalle. Sollte doch reichen. Wir haben Gas und noch mehr Gas. Ich habe im Moment nicht genügend Legierung. Das wird das Problem sein. Ah. So, ich würde gerne
Habe ich das erforscht? Vielleicht dürfen sie das nicht. Da. Vielleicht nochmal rausgehen und wieder reingehen in das Menü. Ah ne, das war dann da. Ich dachte, ich hätte Militärakademien gerade erforscht. Oder habe ich das weggelassen? Das habe ich wohl weggelassen. Oh, hallo, mein Freund. Ich könnte Antimaterie-Raketen erforschen. Oder die Megakanone. Ja, ich habe sie jetzt gerade angeboten gekriegt. Dann werde ich auch nicht großartig drüber nachdenken. Megakanone, Feuer! Das Problem habe ich auch. Oh. Okay, das Problem habe ich dann doch nicht. Ah. Ja, ich sag ja, diese ganzen, was du verbrauchst, gerade an den Special Goods, das ist so in einem, ich sag mal, am Arsch der Welt versteckt, dass es dir nicht auffällt. Ja, also es ist super, ne? Als Stellaris-Veteran sieht man irgendwas zum Aufwerten, ja klar, klick drauf. Ja, und dann hast du auf einmal total den Chaos, weil, ja, können wir uns alles nicht leisten. The fucking fuck? Warum können wir uns das auf einmal nicht mehr leisten? Ja, weil... Ist so. Kann ich irgendwo sehen, mit wem ich welchen Pakt habe? Auf einem einfachen Weg, meine ich? Nein. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich habe Handelsabkommen, ein Forschungsabkommen und ein... Achso, das ist der Wirtschaftspakt wahrscheinlich mit dem Typen da oben, ne? Das kann gut sein. Aber ich musste doch... Nee, das ist alles der gleiche, okay. Ja, mit wem seid ihr denn verbündet? Oh, niemandem mehr. Hoppala. Ach, ich da... Moment. Es könnte sein, dass gleich unsere Föderation in Anführungszeichen auseinanderbricht. Was, warum? Also, dass der Rote zwischen uns beiden anfängt aufzumucken. Mhm. Weil ich von Befreiungskriegen auf uneingeschränkte Kriege wechsle. Weil, naja. Irgendwann habe ich auch mal die Schnauze voll.